wenn man allein auf den Preispunkt schaut, dann wird man wahrscheinlich schon sagen, so, huh, der ist aber ziemlich hoch. Hallo liebe Dartsportfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video in Ollis Dartgarage. Schön, dass ihr reinschaut. Es geht um einen Spieler, den, denke ich mal, jeder kennt, an dem man nicht vorbeikommt, weil er polarisiert, für die einen mehr, für die anderen weniger und weil er ungefähr gut 13 Dartsets mittlerweile am Markt hat, die alle etwas Besonderes aufweisen, eine Einzigartigkeit haben, die sonst wirklich kein anderer Dart, kein anderer Spieler Dart hat. Der Titel verrät es natürlich, es geht um Gervin Price, unseren Waliser, The Iceman. Und in diesem Review mal um einen Dart, der sich aktuell gar nicht so gut verkauft. Weil der nicht so jedermanns Sache ist, ähnlich wie Gervin Price Type womöglich, aber eventuell auch ein bisschen unterschätzt. Denn eins kann ich schon mal vorwegnehmen, ist wirklich ein toll zu spielender Dart, der sich auch für viele Spielertypen eignen dürfte. Und das Schöne ist, ihr könnt euch in diesem Review ja hoffentlich einen etwas näheren Eindruck verschaffen und sie womöglich auch selber demnächst spielen. Denn als Giveaway gibt es ein Dartset von Gervin Price zu gewinnen, sowie eins von seinen Armbändern. Dafür sage ich lieben Dank an meine Sponsoren Red Dragon und MacDart.de. Und nun geht's direkt rein ins Review. Viel Spaß dabei. So, dann habe ich euch hier einmal auf dem Tisch mit aufgebaut. Wie gesagt, ein ungespieltes brandneues Set Darts und ein Wristband gibt's zu gewinnen. Und wir schauen uns hier einmal die Packung an mit dem entsprechenden Inhalt. Ich habe hier die Steel Darts in 25 Gramm fürs Review. Es gibt sie auch noch in 23 und in 21 Gramm. Die Avalanche Pro hier in Silber kosten rund 75 Euro in den meisten Shops. Haben 90% Tungstenanteil und es gibt sie auch nochmal in 20 Gramm. Und neben dieser silbernen Variante hier in diesem klassischen Magnetschieber gibt es die auch nochmal in Gold. Da kosten sie dann 95 Euro und sind gewichtsmäßig 22, 23, 24 Gramm erhältlich. Die Avalanche Pro sind erwartungsgemäß ein Straight Barrel, schön mittig ausbalanciert, haben auch wenig Schnickschnack, deswegen gibt es hier auch gar nicht allzu viel zu beschreiben diesmal. Die Barrellänge, wie gesagt, hier die 25 Gramm Variante, beträgt bei mir so grob 21,5 mm. Davon ist die Tapered Nose ungefähr 5 mm, hat auch einen ganz leichten, aber sehr schönen Übergang halt in die Spitze. Dann kommt vorne der glatte Bereich, der macht rund 21 mm aus, bevor es dann hier in diesen abgesetzten, besonderen, ja, Zickzack oder V-Grip von Gervin Price geht. Der macht die ganze Grip-Zone hier 20 mm aus und dahinter folgt er nochmal auch wieder leicht tapert auf den Schaft zulaufend, so 8,5 mm zum Barrel-Ende. Da hinten ist dann das Red Dragon-Logo wie immer aufgelasert und das ist dann alles schon zum Dart. Im mitgelieferten Setup habt ihr die kurzen Red Dragon Nitrotech-Schäfte in der Iceman-Variante. Sind halt weiß mit diesen blauen Alu-Caps und dazu die modernen Standard-Flights Red Dragon Hardcore. Auch nochmal mit The Iceman beschrieben. Ich muss ja dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der Freund von diesen Red Dragon Nitrotech-Schäften, weil die sich einfach viel zu schnell runterspielen und im Verhältnis dafür dann zu teuer sind. Aber, leider, aber, diese geilen blauen Iceman Nitrotech Schäfte. Also die sehen wirklich richtig gut aus. Habe ich auch mal ein Set gekauft und hier auch schon mal mitgespielt. Ist mir aber leider prompt einer direkt am Schaft gebrochen. Das ist dann natürlich ätzend, aber genau der Grund, wo du denkst, boah, so schöne Schäfte, aber sie gehen halt leider zu schnell kaputt. Darum spiele ich hier jetzt einfach ein anderes Setup, das hat sich auch bewährt, das ist recht haltbar. Aus den Harrow Super Grip Fusion Shafts in Two-Tone, die sind immer so blau-schwarz. Als Fusion X ist das genau andersrum dann mit diesem Farbverlauf. Und hinten habe ich die etwas schmalere Shape-Variante von Pentathlon Flights. Für den Praxisteil nehme ich euch mal mit in ein schönes Cricket-Game, eins der besten, die ich seit langem gemacht habe. Ich muss sagen, die Gervin Price Darts haben mir wirklich Spaß gemacht. Die habe ich auch jetzt schon ein paar Tage gespielt, habe mich da relativ schnell auch dran gewöhnen können, obwohl 25 Gramm
ein bisschen zu schwer für mich normalerweise sind. Ich spiele eigentlich gerne zwischen 21 und 23 Gramm Darts. Aber wie gesagt, hier brauchte ich nicht lange, um mich an die Gezi Darts zu gewöhnen. Auf der oberen Bordhälfte, so 20er, 18er Segment, da muss ich immer wieder mit ein bisschen Schwung und der Höhe variieren. Also da muss ich einfach immer noch ein bisschen ausprobieren. Sieht man ja auch auf dem 18er Segment, glaube ich, ganz gut. Weiter unten, also alles unterhalb vom Bullseye, untere Bordhälfte, hat dafür aber erstaunlich gut funktioniert. Da kriege ich irgendwie richtig schön so einen Bogen raus, auch auf meinem Lieblingsfeld Doppel 10 oder hier auch die Triple 17. Läuft gerade richtig gut. Naja, und deswegen läuft es auch im Cricket hier für mich gerade richtig gut. Darum brauche ich hier auch gar nicht mehr allzu viel sagen. Nach 4 Aufnahmen 12 Darts bereits schon auf dem 15er Segment. Und das schließe ich jetzt auch gleich richtig prima ab. Darum sage ich jetzt auch nichts mehr. Die Bilder sprechen da für sich. Geil. 14. Oh! Geil! 15! Oh, jetzt nicht abkacken! Ah, er kackt ab. 16. Einer muss noch. Ja! 17! Geil! Ah, cool! Okay, und zum Abschluss fasse ich wie immer meine Eindrücke zusammen zu den Gervin Price Avalanche Pro. Wenn man jetzt auf den Preispunkt schaut, kann man natürlich sagen, der ist aber ziemlich hoch angesetzt und als Gegenwert hätte ich jetzt mehr Grip, zusätzlichen Grip, Beschichtung, Coating, irgendwas noch erwartet. Da muss ich sagen, das bieten diese Darts nicht. Aber ähnlich, sage ich mal, wie bei Apple, sind sie auf das Wesentliche reduziert und funktionieren vielleicht auch gerade deswegen für einige besonders gut. Gerade wenn du jetzt gerne in der Mitte oder weiter hinten greifst, hast du hier diesen absolut einzigartigen und wirklich nach wie vor schön gemachten Gervin Price V-Grip oder Zickzack-Grip, wie auch immer man den jetzt nennen mag. Auf jeden Fall ist es eine wirklich tolle Grip-Art. Für solche, die gern in der Mitte oder weiter hinten greifen mit Daumen und Zeigefinger, weil du hier so eine richtige Locked-Position entweder auf deinem Daumen findest, du merkst richtig, zack, da ist die Kerbe so, da habe ich exakt den gleichen Punkt am Dart, was ja wirklich wichtig ist, oder ich greife gerne zwischen Daumen und Zeigefinger, also nicht, dass er auf den Daumen aufliegt, sondern eher, ich sag mal, gleichberechtigt und habe den einen Finger hier vorne an der Spitze neben dem Point. Und da ist für mich der Balancepunkt auch wirklich toll, dass ich hier auch nicht mehr brauche oder irgendwas vermisse. Und wer gerne vorne greift, auch hier sage ich mal ganz klar, da gibt es keine Überraschungen. Er ist nicht allglatt gestaltet, sondern griffiger, als man vielleicht meinen mag. Aber stört auch nichts beim Release. Gerade wenn du ein bisschen feuchtere Finger hast oder die auch Gervin Price mäßig gerne anlegst, dann ist das sogar noch mal ein Ticken griffiger, als man vielleicht meinen mag. Und wie gesagt, du hast hier einen absolut sauberen Release. Dadurch, dass der mittig und schön ausbalanciert ist, ja, ich komme damit durchaus auch zurecht. Ist jetzt gar kein großes Ding. Und damit kann ich direkt zum Giveaway kommen. Wie kannst du ein Set dieser Gervin Price Darts oder sein Armband gewinnen? Die Teilnahme ist super easy. Schreib einfach unten einen Kommentar. Ob dir das Review gefallen hat, ob dir diese Darts gefallen, ob du andere Gervin Price Darts lieber magst, vollkommen wurscht. Schreib einfach unten einen netten Kommentar rein und du bist im Lostopf. So, und ich werfe jetzt noch ein paar Practice Darts. Sag wie immer, lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Glück beim Mitmachen. Tschüss, ciao, good Darts. Euer Olli.